Schieß, was geht? Heute gibt's eine neue Folge hier und ja, wir machen heute ein bisschen Menü-Content. Wir werden uns nämlich folgenden Spieler machen. Puh, da ist er, ihr seht's, Franck Ribéry, die 94er-Karte. Und ja, ich habe mir gedacht, also wir werden nicht nur Menü-Content machen, aber ich habe mir gedacht, wir nehmen den, um damit Mondi zu erspielen. Da habe ich mir dann so ein Team drumherum gebastelt. Die beiden kann man ja auch ganz gut linken. Wir brauchen nämlich noch die letzte Version von Mondi, dafür brauchen wir noch zwei Siege. Naja, anderes Thema, dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir steigen rein und gehen in die SBC. Auf geht's. Und da sind wir. Also, wir haben hier Franck Ribéry. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus, dafür braucht man ein 88er-Team, ein 86er-Team, noch ein 86er-Team und ein 85er-Team. Und die meisten davon habe ich schon gemacht. Erstmal fangen wir hier mit der 86er an. Da habe ich mir dieses Team hier zusammengestellt mit ja, Karten, die ich nicht mehr brauche, auch wenn es bei den beiden hier speziell schon ein bisschen wehtut, weil die hatte ich lange in meinem Team. Hier mit Acuña, da habe ich ja, 117 Spiele gemacht. Also schon ein bisschen mit Bolassi, glaube ich, noch deutlich mehr, 211. Die waren lange, lange, lange Zeit bei mir gesetzt, fast schon Clublegenden. Deswegen tut es ein bisschen weh, die abzugeben. Petros, ja, mit dem, den brauche ich überhaupt nicht. Kalou, mit dem habe ich auch nur ganz wenige Spiele gemacht, auch eine unnötige Karte jetzt für mich. Ja. Also ich kann so sagen, Acuña tut ein bisschen weh, Higuain kaufen wir uns jetzt, den haben wir nämlich noch nicht. Ich muss mal kurz gucken, was er kostet. Also 13.000 kostet er aktuell, dann gucken wir mal, ob wir den auch dafür bekommen. Nee, muss schon ein bisschen mehr sein, da müssen wir schon ein bisschen was drauflegen. Ja, die Preise, die steigen hier, ne? Was ist denn da los? So, okay, für 14 bekommen wir den. Kauf erfolgreich und damit haben wir es hier auch genau, ihr seht es, die Chemie auf den Punkt genau getroffen. Dadurch, dass wir die Spieler alle gezogen haben. Also keiner hier von den Spielern ist irgendwie nicht aus meinem Verein. Ich glaube, die sind auch alle Erstbesitzer wahrscheinlich und alle unten, ja, fast alle untauschbar. Die gehen rein, Mignolet ebenso. Ach nee, der ist tauschbar. Vielleicht sollte ich den besser abstoßen dann, ne, für 10.000. Das wäre vielleicht schlauer und dann packe ich da einen anderen 84er rein. Das wäre vielleicht cleverer. Was kostet denn zum Beispiel Dzeko, den ich auf der Bank habe? Edin Dzeko kostet 10.000. Ja gut, macht jetzt nicht so einen großen Unterschied, wa? Wobei, Visca, komm. Visca können wir kaufen. Dann packen wir den hier weg. Schnellverkauf für 10.000. Ich dachte, der wäre tradable. Ja. Tschüss, Mignolet. Boah, ich hoffe, der war jetzt nichts wert. Das wäre jetzt ein bisschen bitter. Wobei, dann könnte ich den wiederholen. Oh, Mignolet 17.000 wert. Ja gut, das war jetzt nicht so clever. Dann holen wir uns den später wieder. Aber in jedem Fall packen wir da Visca hin. So, das sollte chemietechnisch auch passen, selbst wenn der Off-Cam ist. Ja, einfach weil der auf einer für ihn guten Position ist, auf Transfermarkt suchen. So, den kriegst du für 7.000. So, Visca haben wir gekauft. Ja, Mignolet, zum Glück gibt es diese Funktion, dass man die Spieler wieder zurückholen kann in der App. Das ist das Team, was wir hier abschicken. Tschüss. Team absenden. Ja, trotzdem einsenden. Und dafür kriegen wir ein seltene gemischte Spielerset. Dafür gehen wir dann in den, oh, da waren wir doch, in den Shop. Also ich muss hier echt mal wieder ein paar mehr Packs öffnen. Wir können hier in dem Video gerne noch ein paar aufmachen. Seltene gemischte Spielerset, wo ist es denn? Ja, wird gar nicht angezeigt, super. Ja, dann machen wir einfach ein besseres Pack auf, und zwar ein seltene Mega-Pack. Auf geht's, zack. Achso, ja. Ich muss noch um Gegenstände kümmern. Martinez, den haben wir gerade abgeschickt. Den brauchen wir nicht. Tschüss. Stimmt, 30 Packs ist das Limit, wa? Seltene Megapack. So, jetzt aber. Ja, Bianchi. Ja, 82er ist jetzt nicht so das, was man sich hier erhofft. Castells haben wir noch. Castells, den nutzen wir noch in anderen SBC. Das machen wir jetzt als nächstes. Auch die von Ribéry. Den habe ich da eingebaut, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Müsste dann ja die hier sein, die andere 86er. Nee, den habe ich doch nicht eingebaut. Castells. Kriegen wir den hier eingebaut, ohne dass irgendwas chemietechnisch, dass wir unter 70 sinken? Wird wahrscheinlich schwierig, ne? Was, wenn wir das irgendwie so machen? Ah doch, das sieht doch gut aus. Ja, dann machen wir das so. Dann müssen wir Castells jetzt nicht hier abstoßen. Pepe müssen wir uns aber kaufen. Und die sind ganz schön teuer gerade, die Karten. Wegen den ganzen SBCs. Darum war ich froh, dass ich noch so viele im Verein hatte. Aber wir schauen mal. Pepe, die 84er-Karte kriegst du gerade für 9.400. So, wir bekommen ihn nicht für 9.000. So, da ist er, 9.400. Und Casillas brauchen wir auch noch. 4.500 kostet der gut. Da ist er. Zack, perfekt. Damit haben wir hier auch das nächste, ja, Ødegaard. Er tut auch ein bisschen weh, aber gut, da habe ich halt die bessere Version, die Tots-Karte. Von daher brauche ich diese Ødegaard-Karte nicht mehr. Ja, Akanji. Was soll ich sagen? Also, hat mir nicht so gut gefallen, muss ich mal ehrlich sagen. Da sind die anderen einfach besser. Also, Konaté ist besser, Zakaria ist besser, Upamecano, Tots sowieso. Deswegen habe ich keinen wirklichen Gebrauch mehr für Akanji, auch wenn die Karte an sich eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Aber irgendwas, ich weiß es nicht, was es war, hat mir bei dem jetzt nicht so gut gefallen. Perisic habe ich die bessere Karte, die Summer Heat-Karte. Dembélé habe ich, glaube ich, noch ein paar Spiele mitgemacht. Ja, 119.
Ja, mit Dembélé, der hat auch einige Spiele gemacht. Ein treuer Begleiter, ein weiterer Verlust. Santi Cazorla geht hier als Informkarte rein, die hier rein muss. Und damit schicken wir auch dieses Team hier ab. So, Team absenden. Und dann gucken wir mal, ob wir das Pack abholen können. Was ist denn das für ein Pack jetzt? Ein Premium-Goldspieler-Pack. Da ist es. Premium-Goldspieler-Pack, auf geht's. Ach so, ja. Aber gut, Castells haben wir gerettet. Der Rest kann hier weg. So, Premium-Goldspieler-Pack. Zack, William Joseph. Ich dachte, ich krieg vielleicht die eine oder andere Karte hier für die andere SBC, weil die 85er, die haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Aber High Rate gibt's hier nicht, ne? Also jetzt gerade, ich hätte gedacht, EA gönnt ein bisschen mehr. Weil die hier immerhin 3800 wert ist, warum auch immer. Und damit gehen wir hier jetzt in die teuerste SBC, die 88er von denen. Vielleicht kriegen wir da ja was aus dem Pack. Oh, hier war er drin. Hier war der Keeper drin, aber den haben wir ja nochmal, den guten Castells. Ich hab mich schon gewundert. Ich wollte sagen, ich habe den irgendwo eingebaut. Ne, nicht ihn, sondern ihn hier. So. Und dann kriegen wir das hier. Ach nee, doch nicht. Hä, wen hatte ich denn dann da drin? Warte mal. Gut, da habe ich jetzt irgendjemanden abgeschickt, den ich woanders auch drin hatte. Ist natürlich nicht so gut. Was braucht man denn dann hier für eine Karte? Oh, selbst. Ach, dann hatte ich da Loris drin. Dann hatte ich hier Loris drin im Tor. Ja, eine 88er Karte. Da hatte ich Loris drin. Hm. Ja, vielleicht machen wir das dann hier mit Pogba einfach. Der passt da ja eigentlich auch rein. Ach so, jetzt brauchen wir noch einen Team of the Week Spieler. Ja, würde ich sagen, nehmen wir Yazici. Der kommt dann hier hin für Kruse. So, und dann passt das. Dann haben wir hier die 55 Chemie. Ja, ey, keine Ahnung, wen ich hier hatte. Ob da wirklich Loris stand, weiß ich jetzt nicht. Ist auch egal. In jedem Fall kommt das Team weg und dann hoffen wir. Wobei, habe ich hier irgendjemanden häufig gespielt? Ich glaube nicht, ne? Hier ist nicht wirklich eine Club-Legende drin. Ja, den hatte ich ja abgeschlossen hier aus dem... Ja, aus Division Rivals, von da brauchen wir den nicht, genauso wie Mondi. Und Pogba, den habe ich auch irgendwann gezogen, ja, gut, ist tauschbar. Wobei, ist wahrscheinlich dumm, da Pogba reinzustellen, ne? Ja, würde ich sagen, machen wir das Ganze mit Hummels. Der ist auf jeden Fall günstiger als Pogba, dann könnte ich Pogba einfach verkaufen. So, Hummels holen wir uns hier für, was kostet der, irgendwas mit 30, so ungefähr. Ja, doch, ein bisschen mehr. Da ist er. Ja, dennoch günstiger als Pogba. So, 34, zack, haben wir Hummels und dann kriegen wir hier die SBC auch ohne weitere Probleme hin. Ja, tschüss, schicken wir ab und damit holen wir uns hier ein seltenes Elektrum-Spieler-Set. Das machen wir auch, ja, machen wir auch direkt auf und hoffen auf was Gutes. Ja, das sieht doch mal gut aus. Das blinkt, das leuchtet, das sieht nach einem Walkout aus. Und das ist hier eine, was ist das, eine Argentinien? Okay, ich dachte ganz kurz, das wäre jetzt Messi. Das wäre zu krass gewesen. Korea, immer ein Footbirthday 86er. Kann man, glaube ich, nicht meckern. Die nehmen wir mit. Ist da noch was dahinter? Ah, nee. Aber das ist auf jeden Fall gut. Immerhin eine 86er-Karte. Zack, ist wahrscheinlich eh alles nur SBC-Fodder. Dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt die 85er-Challenge hier gemeistert bekommen. Ich habe jetzt mal angefangen hier mit der SBC von Ribéry mit der letzten. Aber mir gehen langsam die Spiele aus. Deswegen würde ich sagen, machen wir ein paar Packs auf und gucken uns mal an, ob wir hier vielleicht den ein oder anderen nützlichen Spieler ziehen. Und ja, wenn das nichts wird, dann haben wir ja noch, ja, auf jeden Fall so ein paar Packs, die wir öffnen können. Ein paar SBCs, die wir machen können mit Goldspielern. Also seltene Goldpack, fangen wir mal damit an und gucken, was da drin ist. Irgendwas Leuchtendes. Na gut. Nächstes Pack, Mega Pack. Da ist ein Walkout. Da ist ein Walkout. Okay. Oder zumindest eine Special-Karte. Das ist Pate, oder? Ja. Das ist eigentlich eine nice Karte, hör mal. Ein 88er. Und die Champions League, die geht ja noch weiter. Ich glaube, jetzt lohnt sich echt hier Packs aufzumachen, so. Oh, Ochimen ist noch drin. Crazy. Und Toussaint. Ist auch eine Special-Karte, ne? Die man für 10.000 abstoßen könnte. Oder auch verkaufen könnte. Wobei, ne, das ist echt eine Abstoßkarte. Aber das ist gut. Hör mal. Also stellen wir mal für 20.000 rein. Alles tradable auch noch, richtig gut. So, nächstes Pack, Mega-Pack. Das nächste. Ja, das sieht wieder interessant aus. Na, ja, diesmal haben wir keinen Walkout. Ja, das sieht nach Falcao aus. Yes. Ja, den haben wir doppelt. Ich hoffe, das ist tradable. Ja, sonst müssen wir den wahrscheinlich irgendwo abstoßen. Das würde ich jetzt ungern machen. Ja, tradable, sehr gut. Pack Nummer 3, seltene Mega-Pack. Delaney. Elektrum-Spieler-Pack. Silke. So, das schicken wir hier auch mal ab. Das ist hier diese komische SBC mit den 82er, den 85er bis irgendwas, keine Ahnung. Und dann hier nochmal. Was nehmen wir denn für eine Liga diesmal? Diesmal nehmen wir die
Premier League, komm. Untauschbar und niedrig bis hoch. So, damit kann die auch weg. Achso, ich habe den Leihspieler drin. So, machen wir das so. Zack, ab dafür. Und dafür kriegen wir hier ein 85er bis 92er Upgrade. A.k.a. wahrscheinlich ein 85er Upgrade. Na gut, dann müssen wir erstmal hier ein Spielerset. Ah, Junge. Ja, komm, tschüss. Das steht uns hier im Weg. Hier ist eh nichts drin. Rulli. Dann haben wir seltene 85er bis 92er Set. Auf geht's. Das ist etwas, was uns hier auf jeden Fall, wenn der SBC weiterbringt. Das sieht nach einem Walkout aus. Welches Land haben wir? Spanien. ZDM. Okay, Busquets. Das ist gar nicht übel. 89er, ne? Ja, 89er. Das ist stark. Sehr gut. Du kommst direkt in die nächste SBC. Perfekt. Genau so macht man das, meine Freunde. Megapack. Zack. Mhm. Das sieht gut aus. Na gut. Ja gut, doch, das ist so. Ah, Torreira, ne? Immerhin. Also die Megapacks gönnen, muss ich sagen. Er kommt da raus. 88er Piqué haben wir auch noch drin. Das ist natürlich ein sehr nices Pack. Also Megapacks, Respekt. Das zweite jetzt hier, was richtig gönnt. Ja, und damit sieht das doch hier gut aus, ne? Wenn wir hier Piqué eingebaut haben, dann den haben wir gerade gezogen, dann passt das Ganze. Wobei, ja, Mbabu, wie gesagt, Mbabu tut ein bisschen weh. Mit dem habe ich wirklich viele Spiele gemacht hier. 380, boah. 380 und auch Roussillon, wahrscheinlich genauso viele. 225, ja nicht ganz, aber auch. Ja, Roussillon, den bekomme ich auch nicht wieder. Aber gut, it's time to go. It's time to go, it's time to say goodbye. Da spiele ich lieber Mondi auf Cam. Und dafür bekommen wir natürlich hier erstmal ein Prime Electrum Spieler Set. Und ganz wichtig, Franck Ribéry. Ey, was ist das bitte für eine unglaubliche Karte? Also ich bin sehr gespannt. Es könnte wirklich mit die beste, ja fast schon Stürmerkarte sein im Spiel. 5 Sterne. Franck Ribéry, spät ins Spiel gekommen dieses Jahr. Ja. Ribéry. Ich meine, hier 5 Sterne. Und wenn wir uns die Stats angucken, das ist der pure Wahnsinn. Das ist der blanke Wahnsinn, was wir hier haben. Der hat keine Schwäche. Absolut nicht. Also abgesehen von Defensive, aber das ist ja nicht seine Aufgabe. Ausdauer auch 90, das ist auch nicht schlecht. Ich hatte letztens ja die Shapeshifter-Karte von ihm, die war schon gut. Auf die bin ich sehr gespannt. Den kann man durchaus im Sturm spielen und dann mal gucken, was er da so abreißt. Ja, Ribéry, und da gehen wir jetzt auch rein. Ich zeige euch mal das Team, was ich um Franck Ribéry gebaut habe, was ich mir überlegt habe. Das sieht nämlich so aus. So, da haben wir es, und da müsste jetzt hier eigentlich auch Franck Ribéry hin, hör mal. Wo ist er denn? Hä, wo ist er denn jetzt? Ich bin jetzt abgestoßen aus Versehen. Gerade. So, gehen wir nochmal neu in Ultimate Team. Ja, da ist er, sehr gut. Ja, manchmal muss man Ultimate Team neu starten. Ribéry hat hier komplett FIFA zerstört. So sieht das aus, das Team. Kann man machen, denke ich. Hier haben wir Cristiano Ronaldo, hier haben wir Ibrahimovic. Ich weiß, Sancho ist nicht auf Fullcam wegen der Position. Aber das soll jetzt mal vernachlässigbar sein. Ist, denke ich, ein sehr krankes Team. Sehr, sehr stark. Und damit holen wir uns dann hoffentlich jetzt Mondi, die nächste Version. Ribéry testen wir. Ich muss mal überlegen. Ich meine, das wäre gar nicht so schlecht hier eigentlich, Basic. Den einfach auf Basics lassen. Da werden bis auf Abschluss ja eigentlich auch alle wichtigen Werte irgendwie gepusht. Also ist hier nicht ganz verkehrt. Ansonsten Hawk, muss ich mal gucken. Ah, Basic sieht schon sehr gut aus. Ja, das ist eine Entscheidung, die treffe ich gleich. Cassie, dem geben wir auf jeden Fall Shadow, weil sonst funktioniert das, glaube ich, nicht so gut bei dem. Der ist zu langsam, deswegen kriegt der hier einmal einen Shadow. Dann können wir den auch mal testen und mal gucken, was der so drauf hat. Cassie, so, oder Cassie. Cassie heißt er, ne, mit diesem Akzent da. Ibrahimovic bin ich auch gespannt drauf. Das ist auch so eine Karte. Was könnte man dem geben? Ich weiß, ich könnte dem Engine geben, aber ich weiß nicht, ob Balance 57 so viel besser ist als Balance 47. Ich weiß nicht, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Ehrlicherweise. Deswegen Basic hier auch nicht ganz verkehrt. Sprungkraft 89, das ist schon stark bei der Größe von 1,95. Der gewinnt jedes Kopfballduell. Und ihr wisst, dass ich gerne flanke. Und das gemeinsam mit Cristiano Ronaldo da vorne, das wäre schon, boah, schon eine miese Nummer. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn, ne? Cristiano Ronaldo und Ibrahimovic Doppelsturm und dann Ribéry und Sancho auf Außen. Boah, was ein Team, ey. Gefällt mir richtig gut. Dann schauen wir uns einmal hier an die Objectives, die wir machen müssen für Mondi. Pope können wir auch noch nebenbei irgendwie mal gucken, ob wir da weiterkommen. Brauchen wir halt Tore mit Sancho bei Siegen und Vorlagen mit Premier League-Spielern. Ja,
Aber Pope jetzt nicht so wichtig. Viel wichtiger hier, 2 Siege, das ist die Hauptaufgabe. Also wir brauchen 2 Siege und 2 Vorbereitungen von Mondi. Torvorbereitung, das ist die Aufgabe. Wir gehen rein und gucken mal, wie weit wir hier kommen mit diesem Team. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen gehypt, auf geht's. Und in-game machen wir das Ganze so. Das sind die Taktiken, alles relativ Standard. Und 4-4-2 spiele ich hier ja, SEN als Linksverteidiger, weil wir ja mit Mondi die Vorbereitung machen müssen in-game. Wenn er die Vorbereitung hat, werde ich dann wieder umtauschen und Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic im Sturm, Ribéry auf Außen, genauso wie Sancho an Kessié hier. Auf geht's. Nun mein erster Gegner. Boah, komplett Summer Heat. Aber wir sind ja auch in Liga 2. Das wird nicht einfach. Aber gut, mein Team ist auch nicht zu unterschätzen. Also ich würde sagen, mein Team ist sogar stärker. Aber das ist eine Hausnummer, du. Cristiano. Nein, das wäre die Vorlage gewesen von Mondi. Ja, so muss Ibra richten. Bisschen schade. Komm jetzt. Ah, nimm doch den linken, Ronaldo. Ah, Mann. Oh, unnötig. Ribéry. Macht er aber gut. Ey, Mann. Was soll das denn? Warum ist er so frei? Ja gut. Aber das Schischen ist trotzdem ein bisschen unnötig, Kollege. Muss nicht sein. Und rein ins nächste Spiel. Ja, der macht auf jeden Fall auch hier noch den Mondi. Ja, ich darf mich nicht zu sehr darauf konzentrieren, jetzt unbedingt mit dem die Vorlage zu machen, weil das hat mich gerade so ein bisschen das ein oder andere Tor am Anfang gekostet. Und dann läuft das Spiel dann so, wie es am Ende gelaufen ist. Und, schade. Hey, als ob der reingeht, Mann. Junge. Und Cristiano? Nein! Oh Mann, ey. Und? Nein! Auch der nicht drin. Ronaldo. Ey, Ronaldo, Mann. Ohne Scheiß, du wirst gleich discarded, Alter. Also komplett unnötig, was Ronaldo hier verhauen hat, ey. Wahnsinn, Mann. Und der Typ kostet 4 Millionen, ey. Boah. Oh Mann. So, wir versuchen es weiter und mein Gegner hat einfach fast... Ja, okay, nicht fast das gleiche Team wie ich, aber... Ja, das lässt sich auch sehen, du. Da gibt es die eine oder andere Parallele, wa? Rein geht's. Komm. Ja, stark. Vorlage Mondi, perfekt. Das muss doch das Tor sein, oder? Nein! Oh mein Gott. Starker Ball, Ibrahimovic. Ibrahimovic mit dem Abschluss. Stabil. Und Cassie? Cassie, perfekt. Und der Rage Quit ist da. Sehr gut. Nach den 2 Niederlagen tut das auf jeden Fall gut jetzt. Hier sehen wir es. Ein Spiel brauchen wir noch. Also nicht ein Spiel, sondern einen Sieg. Im Idealfall ist es ein Spiel. Und Mondi muss vorbereiten. Das ist die Challenge. Und der nächste Gegner. Da müssen wir an Van Dijk vorbei. Yay. Jo, alles klar. Hey, du kannst ja gar nichts machen. Ribéry. Ah, schade. Hey, Mann! Komm, Ibra. Ibra ganz stark. Und Ronaldo, sehr gut. Und Ibrahimovic mit dem Ausgleich. Leider die Vorlage von Kessié und nicht von Mondi. Hey, als ob der einfach so reingeht. Ey, willst du mich komplett verarschen? Was soll das denn? Was macht denn Manuel Neuer da, Alter?
Komm. Ey, das kann nicht wahr sein, Mann. Ja, gib Rot dafür, Alter, du... Ey. Komplett gekauftes Spiel, ey, wirklich. Das ist unglaublich. Ja, müssen wir Hakimi jetzt erstmal auf die Bank setzen. Boah. So. Das ist das nächste Team hier. Chemiemäßig jetzt nicht top. Schöne Flanke. Ey, der geht, Mann. Hey. Ey, wie kommt der da schon wieder? Wie bleibt der am Ball, Mann? Was soll das denn? Ey, so macht FIFA gar keinen Bock, ne? Wenn so eine Scheiße passiert die ganze Zeit. Komm. Ey, Mann, Alter! Ey. Was soll das? Was soll das? Flanke auf Ibra, komm. Oh Mann. Komm. Ja, stark. Vorlage von Mondi. Schöne Flanke und sauber. Ibra, bam, komm. Boah. Oh mein Gott. Hey, was habe ich jetzt hier für ein Glück? Ja, und da kriege ich einen Elfer geschenkt. Also ey, das Spiel, Mann. Nicht mal der geht bei dem rein. Ribéry. Ja. Also wenn irgendwie alles klappt, so, dann klappt halt auch einfach so alles. Und Ibra hier fast mit dem Traum-Solo. Hey, selbst ein Eckentor mache ich. Ich habe seit 100 Jahren kein Eckentor mehr gemacht. Da sehen wir es. Also Nerven hat es auf jeden Fall gekostet hier. Aber wir haben ihn abgeschlossen. Mondi, ey. Ach so, das haben wir auch gemacht. Cool. Cool, cool, cool. Wo ist jetzt Mondi? Sommerhitze Mondi, 93er. Was ein Krampf. Aber die Karte ist einfach unnormal krass. Ja, meine lieben Freunde, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, und... Sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Lasst ein Like da und so weiter. Haut rein. Ciao. She.